darf jetzt eine TV-Dose im selben Rahmen, drin sein wie eine Steckdose? Oder muss eine Fernsehdose, Datendose in einem separaten Rahmen drin sein? Eigentlich nichts weit. Aber da wieder Drama drum macht und so viel Halbwissen verbreitet. Echt Wahnsinn. Das heutige Video wird gesponsert von Elektrowandelt. Der Elektrowandelt ist ein Online-Elektrohandel, nahezu ein Vollsortimenter, der einfach super gute Preise hat und unwahrscheinlich schnell liefert. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin's, der Helmut, der größte, der beste, der lustige, aber der lustigste. Der lustigste Elektriker auf YouTube. Ich muss ja der lustigste sein, weil ich selber, seht ihr die Elektrotechnik sowieso so todernst, dass es nicht mehr feierlich ist. Außer in dem Video, da ist es ums Einführen gegangen. Vorne einführen, hinten einführen, wie viele Dosen, was für Dosen. Da sind natürlich ein paar so Knallköpfe da gewesen, die haben das richtig lustig gefunden. Ist gut angenommen worden. Und an die Kommentare habe ich auch gesehen, wie viele unterschiedliche Meinungen das gibt, beziehungsweise, das ist ja das Schlimme, wie viele unterschiedliche Meinungen meinend, nur die Error-Variante ist richtig. Aber die steht auf einem anderen Blattl. Ich möchte heute zu dem Thema wirklich einfach nur aufklären und nicht wieder sagen, alter Elektriker, junger Elektriker, da habt ihr nämlich schon ein bisschen so auf den Trichterbrot zum Nachdenken und da habt ihr schon recht, nur weil einer jung ist, heißt das nicht automatisch, dass er nicht auch wissbegierig ist. Ich sehe wieder ein kleines Problem mit der Wissensbeschaffung. Aber zu dem Thema kommen wir gleich. Grundsätzlich, zu der Thematik haben wir drei Quellen, die wir da irgendwie anzapfen können. Das ist einmal die 18015, die DIN 18015 Planungsnorm für Elektroinstallation, Errichtung, Installationszonen und so weiter. Dann haben wir natürlich noch die, muss nebenbei ein bisschen ablesen, dann haben wir noch die VDE 0100 Teil 520 Abschnitt 2 und dann haben wir noch dazu, die können wir eigentlich vernachlässigen, zu dem Thema Wohnhausinstallation, die ich da jetzt ansprich, aber der Vollständigkeit halber, in der FTZ 731 TR1 Abschnitt 1 steht auch ein bisschen was zu dieser Problematik drin. Das ist jetzt ein ganz schwieriges Thema, weil die 18015 ist keine Sicherheitsnorm und es ist eine Planungsnorm und ich weiß, die muss ja separat, die gilt ja nur, wenn es in einem Vertrag festgelegt wird. Also wenn ich heute als Firma mit einem Kunden einen Auftrag ausmache und da drin in dem Angebot oder in der Ausschreibung drin steht, gefordert wird die Installation nach DIN so und so viel, dann ist das rechtlich vertraglich bindend. Ansonsten gilt ja in dem Bereich, in dem ich bin, sagt der Kunde zu mir, dies möchte, kommt er her, dann wird ausgemacht, was drin ist, ich empfehle dir die Sache und er sagt, ja, das mag ich oder das mag ich nicht. Und das Angebot ist dann auch bindend. Da wird ein Angebot erstellt, am besten mit einer Liste, Wohnzimmer, was dann da in dem Wohnzimmer alles drin ist. Das regelt natürlich noch nicht, ob das kombiniert ist oder nicht. Um auf dem gleichen Level zu sein, vorab eine Frage, sicherheitstechnisch, planungstechnisch, ist das irgendwie in irgendeiner Art und Weise, hat das irgendwas mit einer Sicherheitsnorm zu tun? Ist das sicherer, wenn es einzeln ist oder wenn es da herin ist? Viele werden ja sagen, das ist ja vollkommen egal und die Frage stellt sich nicht. Doch, genau das ist die Kernfrage, die Kernaussage. Diese Regel, dass Datendosen zum Beispiel oder SAT-Dosen einzeln gesetzt werden muss, kommt aus der Zeit, bei der die Steckdosen keinen Berührungsschutz hatten. Wenn man da dann den Rahmen entfernt hat von einer Schwachstromdose, waren die blanken Kontakte von einer Steckdose sichtbar. Und da hat man dann gesagt, oh nein, das darf auf gar keinen Fall sein. Stell dir vor, der Maler kommt, tut das Wohnzimmer neu malen, schrauft das alles sauber, dann ist ja da blank. Das ist ja diese, um Gottes Willen, das darf nicht sein. Mittlerweile ist es ein kleines bisschen anders. Die Auslegungen sind dahingehend auch anders. Aber ich habe schon so viel mit dieser Thematik zu tun gehabt. Es steht nirgends festgeschrieben, dass das nicht in der Kombination sein soll oder in der Kombination sein soll. Es gibt natürlich Auftraggeber, die das einfach wollen, die einfach sagen, okay, ich habe im Wohnzimmer, da kommt
drei Steckdosen hin und dann nochmal daneben eine Dreierkombination mit Telefon, LAN, TV. Zum Beispiel. Kann man machen, spricht überhaupt nichts dagegen. Aber genauso gut kann auch ein Kunde sagen, ich will zum Beispiel drei Steckdosen, eine Telefondosen und eine TV-Dosen in einem Fünffachrahmen. Auch das ist möglich, auch das ist zulässig. Allgemein ist das mit den Installationszonen so eine Sache. Wenn ich heute einen Neubau habe, selbstverständlich richte mich so gut, wie es nur gerade irgendwo geht, nach die Installationszonen. Wenn aber jetzt ein Kunde außerhalb dieser Installationszone eine Steckdosen oder was auch immer verlegt haben will, eine Lampenleitung, zum Beispiel eine Steckdosen über jeder Fensterbank in der Leibung, weil da drin seine Frau Weihnachten irgendwie dekorieren möchte und da möchte sie eine Steckdosen drin haben. Das ist in der Installationszone nicht vorgesehen, aber selbstverständlich kriegt die das da. Wenn halt außen über der Haustür irgendwo oben eine Steckdosen hin soll, weil es da wieder für Weihnachten irgendwas beleuchten, ja, selbstverständlich kriegst du das, egal ob da dann eine Installationszone oder nicht ist. Und wenn ich das installieren muss, nachträglich, und bohre von dieser Stelle aus rein, und dann bin ich irgendwo außerhalb der Installationszone, dann verlege ich die Leitung trotzdem. Was soll der Schmarrn? Ich sehe das so enorm verbissen immer. Das ist ja ein Anhaltspunkt. So soll man es machen. Die Leitungen gerade, senkrecht, waagerecht. Zu der Zeit, wo ich das Lernen, Elektroinstallateurlehre begonnen habe, wenn wir zum Altbau hingefahren haben, das ist ja dann schon alt. Ich bin alt und das war alt. Da haben stellenweise die Leitungen diagonal an der Wand verlegt worden. Weiß ich nicht. Das machen wir nicht, haben wir nie gemacht, auf das war ich nie gekommen. Leitungen horizontal, vertikal, waagrecht, senkrecht. Selbstverständlich wird das so gemacht. Nur wenn ich halt, weil aus irgendwelchen Gründen auch immer, das macht da keiner, weil er sonst nicht weiß, was er da ist, weil er einfach nur, weiß ich nicht, Besucher war. Aber wenn es sein muss, aus welchen Gründen auch immer, weil der Kunde sich das wünscht, weil der Kunde das machen muss, weil er in einem Rollstuhl drin sitzt oder vollkommen egal, muss ich außerhalb dieser Installationszonen arbeiten, geht genauso. Ich habe die letzten Tage eine Diskussion miterlebt, die zu den Höhenangaben. 30 cm Steckdosenhöhe, 1,5 m fertiger Fußboden, Schalterhöhe. Das ist zu einer Zeit gemacht worden, wenn ihr halt Statistiken anschaut, Gleitpersonen werden immer größer. Vielleicht ist 1,5 m erster Schalter gar nicht mehr so unbedingt angebracht. Küchen hat man angekommen, weil gleich größer geworden sind. Vielleicht ist 1,10 Meter angebracht. Das soll doch im Gottes Namen der Kunde entscheiden. Wenn ich heute, wir haben einen Kunde gehabt, da ist der Kunde, ich glaube, 2,11 Meter. 2,11 Meter war der groß. Der wollte den Schalter nicht. Und er hat gesagt, der muss ja so reingehen zum Schalter. Der wollte den Schalter, fertige Fußball, 1,15 Meter. Ja, hat er gekriegt. Obwohl er eine Frau hat, die gerade 1,60 Meter ist. Ja, die hat halt dann da so hingelangt. Nur weil das jetzt so vorgegeben ist, heißt das nicht, da ist die Elektroinstallation pfusch, nur weil der Schalter irgendwie anders muss. Von sowas möchte ich unbedingt absehen. Und da sehe ich ein kleines bisschen das Problem. Ein junger Mensch, ich glaube, das größte Problem ist, wo soll ich das Wissen her haben? Es wird einfach alles sowieso nur noch durchgezogen. Die müssen ab dem ersten Lehrjahr funktionieren. Die dort nicht mehr lernen. Die werden am Trupp zugeteilt, fährt's aus. Und da müssen sie halt die erste Zeit nur stemmen, Kabel ziehen, gipsen, zankieren. Das ist die ganze Arbeit. Natürlich verinnerlicht man diese Arbeit. Und natürlich tut er dann das eine oder andere mit irgendwas anzeichnen, verinnerlicht die Maße. Aber hinterfragt nie, woher kommt das? Was gibt's da für Maße, für Normen von Küchen, für Arbeitsplattenhöhen, Arbeitsplattentiefen, Kastelhöhen, dass all diese Dinge, wie groß muss ein Eckkastel mindestens sein, all diese Dinge kriegt er nicht gelernt, woher auch. Da kann ich aber auch jetzt dem Eltern gesehen auch nicht irgendwie großartig Schuld geben, weil wenn der den ganzen Tag spazieren geht und die Auszubildenden diesen erlernen und diesen erlernen und diesen erlernen und diesen erzeugen, dann richtet er selber nichts aus. Das funktioniert natürlich auch nicht. Das ist in meinen Augen schon immer irgendwo die Pflicht des Ausbilders, egal ob das der Meister ist oder wer auch immer, es gehören halt Leute dafür abgestellt, die dann dem das lernen. Das muss ja nicht 5 Tage die Woche passieren. Aber so 1-2 halbe die Tag war schon interessant. Und dann ein Tipp von mir. Den Tipp gebe ich meine Azubis auch. Um ganz ehrlich zu sein, meine Azubis kriegen das als Weihnachtsgeschenk.
kauft euch das Bierchen. Da stehen brutalst viele Informationen drin. Ist ja vom VDE Verlag. Gibt es immer wieder in einer aktualisierten, Version. Das heißt, ich kaufe jetzt nicht ein Bierchen, das 100 Jahre alt ist. Und man hat was zum Nachschauen. Und selbst wenn jetzt da irgendwas drin war, das da drin nicht so findet, habt Begrifflichkeiten, Wortlaute, mit denen ihr es im Internet gezielt suchen könnt, um dann auch zum Ergebnis zu finden. Das Problem ist natürlich bei uns Elektriker, die Normensammlungen, VDE und so weiter, ist ja kostenpflichtig. Ich selber hab's nicht einmal mehr, ich muss ganz ehrlich sagen, ich selber hab's nicht einmal mehr in Papierform. Ich hab's nur noch auf dem Laptop um, mit dem Aktualisierungsabo. Das ist so eine Sache, den gebe ich jetzt natürlich nicht unbedingt weiter. Wir tun natürlich mit der VDE auch arbeiten. Und da mit der VDE und da mit der VDE auch lehren ein bisschen, ausbilden. Aber um ehrlich zu sein, ich gebe jetzt das Korn ein Wochenende mit heim. Das ist so eine Sache. Und jeder weiß mittlerweile, dass das nicht einfach ist, sich Wissen anzueignen, das halt auch stimmt. Noch schwieriger ist, zu verstehen, wann das Wissen angewandt wird, also wann es zutrifft und wann nicht. Es gibt halt einfach Vorschriften, die haben 100%, aber die treffen auf diese Situation zu und auf diese Situation eben nicht. Oder man kann sie mit Situation Nummer 3 umgehen. Und das zu wissen, zu verstehen, erfordert vielleicht schon mit dem Fall, dass man den Fall schon mal gehört hat. Dann kann man sagen, oh Mensch, da war doch was. Und das geht natürlich nur einher mit Erfahrung. Was aber jetzt nicht heißen soll, ich möchte grundsätzlich einen jungen Ober sitzen und nur die Alten, die stimmt und war nie. Ganz im Gegenteil. Ich bin der, der alles irgendwie gibt, damit seine Lehrlinge so viel lernen, dass das unwahrscheinlich ist. Ich bin der, der seine Lehrlinge dazu auffordert, werd so gut, macht's Meister. Also ganz im Gegenteil, ich bin total anders, wie mich vorher einschätzend. Wo ich natürlich das große Problem sehe, das ist das, wenn einer auf sein Ding so beharrt, wenn einer sagt, nur so ist es richtig. Das mache ich nicht, das unterstellt man dann frei. Die unterstellt man dann das, weil ich sage, okay, ich mache in meiner Firma die Phasen rechts. Dann schreiben 5, nein, die kehren aber links, weil es in ihrer Firma so ist. Dann sage ich, alles klar, alles gut, mach es in deiner Firma so, wie es dein Chef sagt, mach es links, oder wenn du der Chef bist, mach es links, ist ja gar kein Thema. Aber versuch nicht, mich jetzt zu belehren. Ein System, das ich 35 Jahre drin habe und 35 Jahre für mich und für meine Firma gut funktioniert, warum soll ich das ändern? Vor allem, wenn es nicht aus irgendwelchen sicherheitstechnischen Gründen relevant ist. Und das muss irgendwie einer mal jetzt erst einmal ein wenig auf die Spur kriegen. Da haben so viele Sachen. Ich sage zum Beispiel, ich tue Dosen eingipsen mit Stuckgips. Ich mache mir das in so einen 5 Liter Eimer an, lasse den Gips sumpfen. Dann kommen da Hunderte daher, die sagen, das ist ein Schwachsinn. Man macht das mit Rotband und mit Boots und mit keine Ahnung was. Ist ja gut. Mach das. Wenn du das machen möchtest, mach das. Das wird schon passen. Ich bedanke mich bei Elektrowandelt, der das heutige Video gesponsert hat. Elektrowandelt ist ein Elektrofachhandel, ein Online-Fachhandel, bei dem es alles, was braucht, für Elektroinstallationen kriegt. Link ist in der Videobeschreibung. Unser System ist einfach ein anderes. Wir fahren auf eine Baustelle, wir haben dann unwahrscheinlich viel vorbereitet. Ich möchte sagen, Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus, wenn man von sowas redet, halt in erster Linie. Nicht von irgendwelchen 30 Einheiten Wohnblöcke, da funktioniert das anders. Aber wenn ich auf ein Wohnhaus hinkomme, ich habe das Wohnhaus, wenn wir es mir in der Decke verrohrt haben, auf 2 Stunden haben wir das ganze Haus ausgefräst, geschnitten, gestemmt. Dann muss ich das hinterher eingipsen. Wenn ich dann sage, ich mache das mit der Boots, dann kann ich den nächsten Tag erst wieder kommen. Das ist für uns nichts. Für mein System ist es so, wenn da zweites, drittes Leute hinfahren, tut da 1, 2 stemmen und der dritte fängt mit dem Gipsen schon an. Wir fahren um 3:15 Uhr, wir fangen das Arbeiten an. Wir haben zum Beispiel um 7:30 auf der Baustelle. Um 9 Uhr ist die letzte Dose in der obersten Etage eingegipst und 3 Mann dran installieren. Es hat halt jeder sein System. Ich habe für mich, für meine Firma, für unser System auch lange gebraucht, das so zu perfektionieren, dass es für mich passt. Für andere Firma, die dann, keine Ahnung, mit 8 Elektroinstallateure auf einem Baustelle hinfahren, ist das ganz was anderes. Da funktioniert das nicht. Da muss man was anderes entwickeln. Genau da, darin sehe ich das Können einer Fachkraft.
das Wissen, das ich habe, auf spezielle Systeme, auf Situationen anzuwenden. Und genau da ist halt das größte Problem, warum ich immer sage, ein Junge. Da ist irgendein 23 Jahre alter Elektriker, der immer im Team mit 2, 3, 4, 5 anderen Elektrikern auf Großbaustellen war, der beherrscht die kleinen Baustellen nicht. Wenn man ihm nicht bestimmte Sachen, da ist er viel zu langsam. Umgekehrt, warten wir mir wahrscheinlich, zweites, drittes, in große Baustellen, wo wir dann auch hoffnungslos verloren. Bis ich da schaue, wo man nochmal Baustellenbeleuchtung einmacht und so weiter, haben die jungen Kollegen, zack, 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 haben die da 100 Lampen aufgehängt. Jeder das, was er kann. Alles gut, alles in Ordnung. Aber ich rede natürlich so, falls ich sage, von Sachen drin, wo man sich nicht auskennt. Von dem, was ich rede, kenne ich mich aber aus. Also Leute, setzt nicht alles so verbissen. Lasst euch nicht verarschen, verarscht niemanden. Und lebensgefährlich umbringen muss sich keiner, nur wegen dem Thema, ob die Dosen da zusammen ist oder auseinander ist. Also, bleibt neugierig. Bis zum nächsten Mal. Bitte euch, Servus.